Unsichtbar. Schildkröte und Kamerablende. Daraus ergibt sich das Markenzeichen von Benjamin. Der 27-Jährige ist in seiner Freizeit in vergessenen und verlassenen Orten, sogenannten Lost Places, unterwegs. Für heute hat er sich den Schutzbunker eines verlassenen Bundeswehrstützpunkts vorgenommen. Seit der Auflösung des dort stationierten Jägerbataillons vor über 24 Jahren ist das Gebäude dem Zahn der Zeit ausgesetzt und damit interessant für Benny. Doch was treibt ihn dabei an? Ja, der Reiz daran ist einfach dieses Interesse. Also man ist wo ein normaler Mensch einfach nicht oder ein normaler Bürger einfach nicht ist. Also ein normaler Bürger läuft durch die Stadt und sagt, guck mal, die alte Fabrik, totaler Schandfleck. Und du gehst da rein und entdeckst einfach diesen Charme. Seine eindrucksvollsten Bilder fasst er in einem Buch zusammen. Weiß nicht, ein anderes Motiv ist dann einfach, muss ich gerade mal schnell schauen, ist dann hier, sind dann die sogenannten, also in der Szene bekannten Horror Labs. Das ist eine alte ehemalige Tierarztschule, wo die ganzen Tierpräparate noch im Keller sind. Also hier sieht man einen Hund, der in einem Glas drin ist, einen Schweinekopf, andere Organe und Tiere. Also hier hat man noch Also ich finde das Foto total genial, so ein Katzenkopf, der einfach aus diesem Glas rausschaut. Und das war einfach faszinierend, sowas zu sehen, weil sonst sieht man sowas einfach nur im Museum. Und wenn man das mal wirklich live vor Ort sehen kann, das ist wie in einer anderen Welt einfach. Ja. Durch enge Schächte erkundet Benjamin auch die letzten Winkel im Bunker. Ich sag mal, ich bin zu 80% allein unterwegs, obwohl das eigentlich schlecht ist, weil gerade die Rettungskette oder sowas soll vorhanden sein. Neben der eigenen Sicherheit steht für Urban Explorer der Schutz ihrer Entdeckungen vor Vandalismus im Vordergrund. Es gibt ja die, das Gesetz ist schon übertrieben, das ist einfach so der Ehrenkodex, nennt man es ja. Ist ja bekanntlich dieser Take nothing but pictures, leave nothing but footprints. Wenn jetzt jeder sich irgendwo aus dem Ort irgendwas mitnimmt, ist im Endeffekt gar nichts mehr da. Es ist ja eine Straftat schon, weil es ja Diebstahl ist. Und wir bewegen uns sowieso schon in der Grauzone, da sollte man das best vermeiden, weil so kommt man auch aus der Sache raus, sagt ja, ich mache ja nur Fotos. Und Motive dafür finden sich überall. Ja, ziemlich cool, dass man hier einfach noch so sieht, diese Waffenstände hier, damals. Da wird einfach die Waffen hier reingestellt, herangelehnt und das ist alles noch vorhanden. Das ist wirklich der Wahnsinn. Neben Überbleibseln aus dem Berufsleben der Soldaten finden sich dabei auch Einblicke in privatere Unterlagen. Unter der Erde verliert man nicht selten das Zeitgefühl. Das letzte Bild ist gemacht und Benny macht sich an den Ausstieg. Damit überlässt er diesen verlorenen Ort wieder sich selbst. Wer weiß, wo es mich als nächstes hintreibt, ja.